Okay, guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Debatte zu dem Thema: Hat das Christentum die Welt zum Besseren verändert? Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen der Organisatoren. Das ist einmal die VBG und Campus Live, das sind christliche Studentenvereine an Uni und ETH, und dem Dozentenforum, einer Vereinigung von christlichen Dozenten, ebenfalls an Uni und ETH. Damit möchte ich es für meinen Teil belassen und gleich weitergeben an die Moderation und wünsche euch viel Spaß und eine spannende Diskussion. Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Panel-Diskussion. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind und bin gespannt auf den Abend. Ich möchte ganz gerne die Panelisten vorstellen und fange mit Ladies First auf der linken Seite an. Das ist Frau Dr. Ulrike Bittner. Sie ist promovierte Theologin, hat eine Teilzeitfahrstelle im Baselbiet, ist außerdem noch Spiritualitätsbegleiterin und hat sich viel mit Gemeindeentwicklung und ähnlichen Fragen beschäftigt. Aber ich denke, alle Panelisten können dann auch bei Bedarf noch selber etwas zu sich selber sagen, wenn sie das möchten und meine Vorstellung etwas unzureichend ist. Neben mir sitzt Jörg Frick, Professor Jörg Frick, der bis vor einiger Zeit überwiegend an der PH Zürich tätig war, PH Zürich, genau. Und jetzt selbstständig als Psychologe und Erziehungswissenschaftler arbeitet und sich sehr viel mit Geschwisterfragen und aber auch Lehrerfortbildung unterschiedlichsten Themen beschäftigt hat. Auf meiner anderen Seite sitzt Josef Lang, Historiker und ehemaliger grüner Nationalrat, hat sich unter anderem mit Katholizismus und Aufklärung beschäftigt. Und ganz am Ende sitzt Professor Ralf Kunz, der Professor für praktische Theologie hier an der Uni Zürich ist und somit ein Heimspiel hat. Entschuldigung, ich hatte leider meinen Zettel mit den Notizen zu den Panelisten liegen gelassen, aber ich glaube, ich habe alle einigermaßen vorgestellt. Ich selber bin von Haus aus Agrarwissenschaftlerin und bin an der ETH Zürich angestellt im Stab des Präsidenten, der für die internationalen Beziehungen zuständig ist, und freue mich sehr jetzt auf die Diskussion. Ich denke, dass alle gekommen sind, weil sie das Thema spannend finden: Hat das Christentum die Welt zum Besseren verändert? Und ich würde gerne einfach jetzt mal in die Runde hier am Tisch fragen, was so die allererste Reaktion war, als die Einladung und die Anfrage kam, zu diesem Thema sich zu äußern. Und ich fange jetzt auch wieder außen an bei Ulrike Bittner. Was war so die erste spontane Reaktion? Ist das ein klares Ja, ein klares Nein, oder was denkt man bei der Frage? Ich dachte zuerst, schade, dass die Frage nach rückwärts gestellt ist. Ich hätte gern die Frage gehört: Was hat das Christentum beizutragen? Welche Narrative hat es für unsere Zeit, für unsere Zukunft? Bei mir hat diese Frage Folgendes ausgelöst. Ich habe gedacht, das ist ein enormer Fortschritt. Man hätte vor 100 oder 150 Jahren diese Frage hier nicht stellen können. Das wäre undenkbar gewesen. Man muss glauben, wer das nicht tut, der wird verfolgt. Ich habe meine erste Stelle 1991, hat mich der damalige Rektor gefragt, ob ich ein ungetrübtes Verhältnis zu Gott und Vaterland habe. Und ich habe dann etwas Schwierigkeiten bekommen, was ich sagen soll, weil ich habe kein gestörtes Verhältnis zu Gott und Vaterland. Aber die Frage war natürlich, glaubt man oder nicht? Heute können wir solche Fragen diskutieren, das ist kein Problem mehr. Das halte ich für einen enormen Fortschritt. Ja. Guten Abend. Letzte Woche war ich auf einem anderen Panel und da stand die Frage im Raum: Hat der Marxismus die Welt besser gemacht? Meine Antwort war: bevor man diese Frage beantwortet, muss man sich der Frage stellen, was ist der Zusammenhang? Gibt es einen Zusammenhang
zwischen Marxismus und Gulag. Und analog ist meine Aussage jetzt, wir kommen nicht um die Frage herum, was ist der Zusammenhang zwischen Christentum und Shoah? Das müssen wir ehrlicherweise auch diskutieren. Ich selber bin geprägt durch Christentum, die katholische Variante, und Marxismus. Und ich glaube, um die Welt besser zu machen, braucht es ein geläutertes Christentum und einen antistalinistischen Marxismus. Beides und noch viel mehr. Ja, ich habe auf die Frage zuerst innerlich mit ganz vielen Gegenfragen reagiert. Also welches Christentum ist denn hier gemeint? Es gibt nicht das Christentum, es gibt viele Christentümer. Und von daher wird sich die Frage auch unterschiedlich beantworten. Ja, vielen Dank für diese erste Runde von Eindrücken. Interessanterweise habe ich ganz ähnlich auf die Frage reagiert wie Ralf Kunz, wo ich auch gedacht habe, was ist denn das Christentum? Aber ich denke, da kommen wir nochmal drauf zurück. Ich selber bin von Haus aus Naturwissenschaftlerin und ich bin es gewohnt, dass man Fragen empirisch beantworten kann. Und ich habe mich gefragt, wie kann man denn solch eine Frage überhaupt beantworten? Hat das Christentum die Welt zum Besseren verändert? Wir haben genau eine Welt und eine Weltgeschichte und wir haben überhaupt keine Vergleichsmöglichkeit mit einer anderen Welt ohne Christentum, um empirisch sozusagen gegenüber einer Nullhypothese diese Frage zu beantworten. Deshalb würde ich jetzt gerne die Frage an den Historiker richten. Wie kann denn ein Historiker oder wie kann die historische Wissenschaft uns weiterhelfen, um solch eine Frage zu beantworten? Welche methodischen Instrumente gibt es überhaupt, um dort anzusetzen? Sie haben jetzt einen wichtigen Hinweis gemacht. Eine wichtige Methode in der Geschichte ist das Kontrafaktische. Das heißt, man stellt sich die Frage, was wäre, wenn nicht? Das Problem ist einfach, bei einer Bewegung, die über 2000 Jahre alt ist, ist es sehr schwierig, eine kontrafaktische Frage zu stellen. Man kann sich schlicht und einfach nicht vorstellen, die Geschichte, über die wir Bescheid wissen, ohne Christentum. Und deshalb müssen wir andere Methoden anwenden. Wenn wir die Geschichte des Christentums betrachten, und das trifft auch auf andere Jahrhunderte alte oder sogar Jahrtausende alte Religionen zu, ist das eine Geschichte von Glanzpunkten und Tiefpunkten. Und hier kann man vergleichen, wann passieren die Glanzpunkte, wann passieren die Tiefpunkte. Und meine Schlussfolgerung, wenn man diese Vergleiche macht, ich habe jetzt konkret keinen gemacht, aber meine Schlussfolgerung ist, um das, was das Christentum an Gutem und am Schlechten, und ich habe vorher ein negatives Beispiel erwähnt, das man noch vertiefen müsste, erklärt man sich besser aus der Realgeschichte als aus den Heiligen Schriften. Deshalb finde ich auch Diskussionen über Bibel und Koran, was ist besser, völlig absurd. Die Realgeschichte, von der die Religionen allerdings ein Teil sind, hat einen viel größeren Einfluss auf das Verhalten der Gläubigen, der Institutionen als die Heiligen Schriften. Ich habe sie, um zu beweisen, dass ich sie trotzdem ernst nehme, mitgenommen, die neueste Ausgabe der Zürcher Bibel. Aber mit diesen Schriften wird argumentiert, aber die Realgeschichte hat einen größeren Einfluss. Da würde ich gerne mal das Wort an Ralf Kunz weitergeben, der gesagt hat, was ist denn das Christentum, von welchen Christentümern reden wir denn? Kann man
Christentum, Christentümer mit Glanz oder Tiefpunkten irgendwie in Verbindung bringen, um der Frage empirisch näher zu kommen? Ja, absolut. Ich bin absolut einverstanden. Es gibt Tiefpunkte in der Geschichte des Christentums. Es gibt ja auch Leute, die eine Kriminalgeschichte des Christentums geschrieben haben. Und es gibt Theologen, die gesagt haben, wir Christen müssen die Schuldgeschichte der Kirche auch übernehmen. Wir können nicht so tun, als ob die Kirche sozusagen keine Sünderin gewesen ist. Das heißt, es gibt so etwas wie eine kollektive Dimension der Schuld. Es gibt aber auch Glanzpunkte, also Befreiung der Sklaven und so weiter und so fort. Ich würde gerne etwas hineinbringen, das Stichwort Realgeschichte, und sagen, es geht nicht nur um Historie, es geht auch um Stories. Es geht um erzählte Geschichten, gute Geschichten und böse Geschichten. Und ich glaube, es geht um eine Hermeneutik, nicht nur des Verdachts, also das böse Christentum oder der böse Marxismus oder der gute Kapitalismus oder weiß Gott was, sondern es geht darum, auf die Geschichten von Menschen zu hören. Und nur eine ganz kurze Episode, wir waren unterwegs in Ghana, und wir sind gekommen mit einer Kotau-Haltung. Wir bösen Westler, wir Kolonialisten, wir wollten uns entschuldigen für das, was geschehen ist. Und wir waren bei einem Chief eingeladen und begannen wieder unseren Singsang, unsere Bußlitanei. Und dann hat er uns unterbrochen, der Chief, und gesagt, hört auf, euch zu entschuldigen für das, was ihr uns Kostbares gebracht habt. Wir sind nicht dumm, wir können unterscheiden. Wir wissen, dass ihr uns nicht nur Gutes gebracht habt, aber ihr habt uns das Evangelium gebracht und wir sind Christen. Und wir singen eure Lieder und wir singen sie gerne. Hört auf, euch zu entschuldigen für das, was ihr uns gebracht habt. Aber bitte nehmt mit uns ernst, dass ihr mit dieser Geschichte nicht nur gute Geschichten gebracht habt. Das war für mich ein Aha-Erlebnis. Also das heißt, ernst nehmen, dass das Evangelium etwas Großartiges ist, und dann aber auch hinschauen, wo die Kollateralschaden entstanden sind durch die, das, was mitbewegt wurde. Da würde ich gerne das Wort an Ulrike Bittner erteilen und Sie fragen, wie ist denn die Beziehung zwischen Realgeschichte und den Heiligen Schriften? Welche Relevanz hat die Heilige Schrift, die Bibel oder die Heiligen Schriften des Christentums als sozusagen Impuls für eine Verbesserung, für eine Veränderung zum Besseren? Wo ist das eine reale Größe, die Heiligen Schriften, oder wie verhält sich das als Ergänzung zu dem, was Josef Lang gesagt hat? Ich glaube nicht, dass man zwischen Realgeschichten und, sagen wir mal, Erzählungen trennen kann. Es gibt Realgeschichten immer nur gedeutet. Also alles, was faktisch passiert, kann man jetzt sagen, Sie haben den Holocaust genannt, kann ich nur in einer Deutung erzählen. Es gibt viele Deutungen, wie erzähle ich von dem, was da geschehen ist. Und die Bibel ist ein Deutungsweg, da wird Realgeschichte in Anführungsstrichen verstanden als ein Weg, den Menschen gehen, und als ein Weg, den Gott selbst immer wieder aufsucht und versucht, sich solidarisch zu machen mit den Menschen. Also Fakten, und die Bibel gibt Deutungen und sagt, schau mal, das lasst es uns so anschauen oder wollt ihr es so anschauen? Also ich widerspreche dem, dass es nur Realgeschichten gibt und dass es Geschichte muss immer gedeutet werden und die Erzählung der Bibel, die deuten das, was geschieht. Ob man sich dem anschließen möchte, diesen Deutungen, das ist was ganz anderes. Darf ich dann Sie gerade fragen, Herr Frick, wie sehen Sie das, welche Wirkung kann denn ein Buch, solche Geschichten wie in der Bibel auf den einzelnen Menschen haben, im Sinne von pädagogischen oder psychologischen Wirkungen? Hat das einen Einfluss und ändert das was zum Besseren? Das ist natürlich eine Frage, wo man einen ganzen Vortrag darüber halten könnte. Das hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, in welcher Zeit und in welchem Kontext diese Geschichten erzählt werden.
Also werden heute zum Beispiel biblische Geschichten erzählt in einer säkularen Gesellschaft, wo man daran glauben kann oder nicht, wo Kinder deswegen nicht malträtiert werden? Oder werden solche Geschichten erzählt, wie das Jahrhunderte der Fall war, dass die Leute das wörtlich genommen haben, Höllenstrafen, ewige Verdammnis und so weiter, all diese Geschichten, Abraham und Isaac zum Beispiel, eine ganz schreckliche Geschichte. Also das hängt von der Zeit ab, es hängt auch vom Kontext ab, zum Beispiel von der Beziehung, die man hat zu den Eltern. Wenn das Eltern erzählen, zu denen man eine gute Bindung hat, hat das eine andere Auswirkung, als wenn man dieselbe Geschichte als Drohgeschichte erzählt. Also von dort her ändert die Zeit auch etwas, in der solche Geschichten passieren und in der eben dann auch die Menschen das entsprechend aufnehmen können. Zum Beispiel zweifeln können, das hinterfragen können und so weiter. Ich würde aber doch noch den Wert darauf legen, ich glaube, man kann die Bibel nicht einfach auf die Seite legen und sagen, natürlich, da gibt es verschiedene Interpretationen, das ist die Frage der Hermeneutik, aber wir haben natürlich immer noch die Realität, dass zum Beispiel auch der amerikanische Präsident immer noch auf die Bibel schwört. Es gibt ganz viele Einflüsse hier und auch ganz viele Geschichten werden heute Kindern noch so erzählt. Und das ist dann schon ein Problem, welche Geschichten wählt man aus, in welchem Kontext, wie wirken sie sich aus dann? Darf ich das gerade noch mal weitergeben an den Professor für praktische Theologie? Was heißt das denn für uns heute, die Welt zum Besseren verändern in diesem Sinne? Das heißt im Prinzip, dass wir als Menschen mit einem Verstand ausgestattet die Bibel nicht einfach als eine Art, wie soll ich sagen, andersrum. Ich glaube, wir müssen denken, wenn wir lesen. Und das gilt aber auch für Kochbücher und für andere Bücher. Das heißt, es braucht eine Lehre. Und die Bibel ist ja nicht einfach nackt. Also es gibt eine Interpretationsgemeinschaft, es gibt eine Erzählgemeinschaft, es gibt eine Gemeinschaft, die mit dieser Bibel lebt. Und das heißt, sie hat eine bestimmte Richtung. Und in dieser Richtung liest sie. Und zum Beispiel Ausdruck dieser Richtung ist ein Bekenntnis. Also in der Geschichte der Reformation war es das helvetische Bekenntnis. Da werden gewisse Leserichtungen festgelegt, um genau das zu verhindern, dass jeder sich etwas rausknüpft oder rausholt. Und ich glaube, das gehört zum jüdisch-christlichen Rational. Also wenn Sie die Geschichte des jüdisch-christlichen Glaubens anschauen, und ich nehme jetzt absichtlich beide Religionen zusammen, sehen Sie diese Intellektualität, Fides querens intellectum. Der Glaube ist nicht einfach ein Kadavergehorsam, es ist nicht einfach Verstand ab und Herz an oder sowas, sondern es ist immer eine Kombination. Und die Kombination, akademisch ausgedrückt, ist die Theologie. Ich wurde vorher etwas missverstanden. Wenn ich von Realgeschichte rede, meine ich als heutiger Historiker nicht nur das, was passiert, sondern auch das, was in den Köpfen der Menschen ist. Das heißt, wenn ich die Schrift und die Realgeschichte einander gegenüberstelle, gehört die Interpretation der Schrift in der jeweiligen Zeit zur jeweiligen Zeitgeschichte. Der Hintergrund meiner Aussage hat mit der Absurdität zu tun, im Zusammenhang mit den heutigen muslimischen Attentaten zu fragen, ist der Koran böser als die Bibel? Das ist der Hintergrund meiner Aussage. Ich möchte kurz an einem Beispiel erklären, wie die Interpretation realgeschichtlich wirken kann. Ich erkläre es am Beispiel einer an sich sehr befreienden Geschichte, die aber völlig gegenteilig gewirkt hat. Die Geschichte vom barmherzigen Samaritaner, Lukas 10, 25 bis 37. Augustinus hat die Tatsache, dass ein Samaritaner einen Verletzten betreut, nachdem dieser Verletzte von einem Priester und einem Leviten im Stich gelassen worden ist, so interpretiert. Er hat gesagt, das Judentum hat den Verletzten nicht geheilt. Das Judentum hat die Chance, hat die Heilswirkung verloren.
Der Samaritaner, das ist Christus, der hat geheilt. Und diese absurd antisemitische Auslegung, weil das Opfer war ja auch ein Jude und Jesus, der Samaritaner, gehörte zwar nicht zu den Juden, war aber verwandt mit ihnen, vor allem Jesus war ein Jude. Diese Interpretation von Augustinus, die hat realgeschichtlich gewirkt und ich würde sagen, es gibt hier sogar eine Kontinuität, nicht eine zwingende, bis zur Shoah, genau wie es sie auch gibt zu den Aussagen von Luther, die nicht zwingend sind, aber die doch einen Boden mit vorbereitet haben, auf den dann gewirkt wurde. Ich wollte noch eine Bemerkung machen. Sie haben vorher die Aussage gemacht, die Verbreitung des Evangeliums war gut, es gab aber Kollateralschäden. Vorgestern wurde im Tagesanzeiger ein Buch besprochen, das zeigt die Ausrottung der Indianer in Nordamerika. Also ich glaube nicht, dass das ein Kollateralschaden bei der Verbreitung des Evangeliums gewesen ist. Das war ein großer Schaden. Aber jetzt falle ich nicht in eine antireligiöse Position. Eine der besten Errungenschaften des Katholizismus, das ist die lateinamerikanische Befreiungstheologie. Aber ohne die Christianisierung Lateinamerikas vor Hunderten von Jahren hätte es nicht vor ein paar Jahrzehnten eine Befreiungstheologie gegeben. Also man darf solche Sachen nie absolut setzen. Nur eine kurze Nachfrage, also völlig einverstanden. Das ist, ich glaube, es ist ziemlich naiv, also geschichtsphilosophisch, mit diesen Schuldzuweisungen Christentum hat und den Genozid in Nordamerika und alle diese Dinge, das ist sowas von simplizistisch. Also so geht es einfach nicht. Da sind wir uns hoffentlich einig. Aber das, was Sie vorhin gesagt haben, ist natürlich absolut richtig. Jede Interpretation hat das Potenzial zur Gewalt. Und es gibt, also man kann aus der Bibel fürchterliche Dinge herauslesen. Also nicht nur die Shoah, das ist ein prominentes Beispiel, sondern man kann auch, ich nenne nur auch Rassismus und alle diese furchtbaren Dinge. Und ich sage es jetzt mal theologisch, die Interpretation ist nicht gefeit vor der Sünde. Es gibt so etwas wie eine Möglichkeit, das Beste und Kostbarste zu verdrehen. Oder es gibt die diabolische Möglichkeit, selbst aus der Liebe etwas Schreckliches zu machen. Nichts schützt die Wahrheit. Nichts schützt die Liebe vor dem Missbrauch. Und das gilt nicht für das Christentum, es gilt überhaupt für das Menschliche. Das Menschliche, also die schönsten Ideale des Marxismus, die schönsten Ideale der freiheitlichen Gesellschaft lassen sich missbrauchen. Es wird ja in diesem Jahr sehr viel über das Reformationsjubiläum diskutiert und oft dann auch in dem Zusammenhang über die positive Korrelation zwischen der Reformation und der Bildung postuliert. Wenn ich Sie jetzt höre, dann stellen Sie das durchaus in Frage, dass man da solch einen direkten Zusammenhang sehen kann, oder würde ich das jetzt zu kritisch interpretieren? Nö, also ich glaube, dass alle diese Kausalität-Theorien, also dass man sagt, das eine wirkt das andere, irgendwann auf die Komplexität der Realgeschichten stoßen. Also das heißt mit anderen Worten, wir können, und das war ja die erste Frage nach der Evidenz. Und ich habe den Eindruck, dass diese evidenzbasierte Wahrheitstheorie, die aus der Naturwissenschaft kommt, scheitert an der Komplexität des Geistes. Wir Geisteswissenschaftler und Theologen sprechen in der Regel nicht von Evidenz, sondern von Relevanz. Und das heißt, man könnte sagen, relevant in der Reformation war das der Bildungsoptimismus des Humanismus. Aber der Humanismus ist auch ein antikes Erbe. Das heißt, es amalgiert sich auch ein Erbe aus der Stoa, aus der griechischen Philosophie, verbindet sich mit dem Christentum und bildet so etwas wie die erste Philosophie, die christliche Theologie. Das heißt, hier die Dinge zu unterscheiden und zu sagen, 40% antike, heidnische, 60% Christentum oder umgekehrt,
Hallo, das ist Nonsens. Es gibt eine Art Durchmischung in der Geschichte, die es uns nicht erlaubt, hier sozusagen uns zum Richter zu erheben und analytisch zu sagen, dies und das. Also jetzt muss ich als katholisch geprägter den Protestantismus etwas verteidigen gegen den protestantischen Theologieprofessor. Ich finde schon, dass es eine Evidenz gibt, dass protestantische Gebiete bildungsnaher waren als katholische. Es gibt einfach, ich habe kürzlich im Tagesanzeiger darüber einen Artikel geschrieben, wo ich zuerst diese Max-Weber-These bestätige und dann nachher nicht aufhebe, aber relativiere. Aber ich meine, es war natürlich offensichtlich durch den Umstand im 16., 17. Jahrhundert, dass die Jugendlichen und in der Schweiz mit dieser zersplitterten Kleinräumigkeit, ist das sehr schön nachzuprüfen, dass die Kinder aus protestantischen Bauernfamilien, die mussten das Evangelium lesen können. Die katholischen Kinder, die haben lateinische Sprüche in der Kirche gehört, die mussten das nicht lesen können. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass in protestantischen Gebieten die Alphabetisierung schneller vorangekommen ist als in katholischen. Im Katholizismus passiert dann einfach etwas, was das jetzt Gesagte relativiert. Es gibt in einem Teil des Katholizismus, wird von der Aufklärung erfasst. Und die katholische Aufklärung ist aufgrund dieser aufgeklärten Überzeugung natürlich auch bildungshungrig. Und deshalb, es gab mal um 1800 eine Untersuchung in der Schweiz, welche Gebiete sind gebildeter, welche weniger. Der Unterschied in der Schweiz ist weniger eindeutig als in Deutschland, wo kürzlich in der Zeit ein Artikel erschien. In der Schweiz ist es so, an der Spitze sind die aufgeklärt protestantischen Gebiete, dann kommen die aufgeklärt katholischen Gebiete, dann kommen die konservativ-protestantischen Gebiete und dann die konservativ-katholischen Gebiete. Das ist die Reihenfolge, was Bildung betrifft. Das heißt, zwei Faktoren spielen rein. Protestantismus ist ein Pluspunkt, Aufklärung ist ein Pluspunkt. Und wer eines von beiden verpasst, ist etwas im Hintertreffen. Und wer beides verpasst, die katholisch-konservativen Gebiete, der ist dann ganz im Hintertreffen. Also wenn ich gerade da anknüpfen darf bei diesen Zusammenhängen zwischen Protestantismus und Bildung, der Forscher, der das in Deutschland empirisch untersucht hat, Ludger Wössmann, der hat ja unter anderem auch darauf hingewiesen, dass eine der Errungenschaften dieser Bildungswirkung von der Reformation die Mädchenbildung war und dass Mädchen in die Schule gehen durften. Da gebe ich gleich mal die Frage an Ulrike Bittner weiter. Wie würdest du das sehen? Welche Wirkung hatte das Christentum auf Frauenemanzipation? Kann man da einen positiven Zusammenhang feststellen oder eher nicht? Oder ist das unterschiedlich reformiert, protestantisch, katholisch? Also wenn man nur auf die Reformation zurückschauen würde, es sind Mädchenschulen eingerichtet worden. Also die Bildung von Mädchen hat tatsächlich, zumindest in Deutschland, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich finde es sehr viel spannender, wenn man in den Kontext von Paulus hineinguckt, dass der biblische Kontext, dass da, wie da mit Frauen umgegangen wird. Es heißt immer, dass Paulus der frauenfeindliche Mensch gewesen sei. Er ist aber der erste Autor der Antike, der das Verhältnis von Mann und Frau durch Liebe bestimmt. Bis dahin im Hellenismus, also ist die Frage, wo man genau herkommt, Aristoteles, die Frau gehörte zu den Dingen, zu den Gebrauchsgütern für den Mann. Also, dass die Frau in ihrer Personhaftigkeit verstanden wird,
und dem Mann in Liebe zugeordnet wird, ist ein neues Konzept von Partnerschaft. Außerdem, man weiß es, dass in der Antike Beziehungen ungleich vielfältiger waren als auch heute. Also, dass ein Mann zum Beispiel Hetären haben konnte, er konnte mit Prostituierten umgehen, das war gesellschaftlich legitim. Also eine Vielzahl von Beziehungen, die von einem Mann hin zu verschiedenen Frauen ging. Frühes Christentum, Prägung durch Paulus, dass er sagt, Mann und Frau sollen sich einander zuordnen, der Mann in der Liebe zur Frau. Man kann immer noch genug Fragen stellen, aber da wird ein Schritt gegangen, der kulturgeschichtlich etwas ausgelöst hat. Also diese Zweiheit, ich meine, ich weiß, dass wir jetzt alle in Gender-Debatten sind, aber diese Zweiheit, diese Zuordnung von zwei Menschen zueinander, das ist kulturgeschichtlich ein Schritt. Dann würde ich gerne noch den Erziehungswissenschaftler zu dem Zusammenhang zwischen Bildung und Christentum zu Wort kommen lassen. Wie stellt sich diese Kausalität oder Nicht-Kausalität aus Ihrer Sicht dar? Vielleicht noch eine Bemerkung. Also es gab zum Beispiel auch Epikur, Lukrez, die auch über Frau-Mann-Verhältnis geschrieben haben, die wahrscheinlich noch moderner sind, als was Paulus oder auch in der Bibel beschrieben wurde. Das Verhältnis von Christentum und Bildung ist natürlich die Frage, muss man sich stellen, was wäre passiert, wenn nicht das Christentum die vorherrschende Ideologie gewesen wäre? Was hätte sich durchgesetzt? Nehmen wir als Beispiel, wenn sich ein Ideal von Lukrez, von Epikur verbreitet hätte. Das ist natürlich jetzt eine Hypothese. Das Christentum hat sicher zum Beispiel eben über die Reformation hier eine Bildung erlaubt, wobei ich mir gewünscht hätte, dass man auch mehr die Inhalte anschaut. Für mich ist es nicht unbedingt ein Fortschritt, wenn Luther das Lesen allen Menschen zugänglich macht, die Bibel lesen. Das Spannendere wäre für mich, was sind die Inhalte? Gäbe es andere Schriften zum Beispiel, die man Menschen zugänglich macht? Und diese Frage stellt sich aber nicht, weil eben die Bibel dieses Werk war. Von dort her ist es sicher ein Fortschritt, dass die Leute dann lesen konnten, dass sie das auch nachvollziehen konnten. Man könnte natürlich auch jetzt negativ sagen, dann lernen sie auch, in dieser Zeit wurde ja die Bibel recht stark wörtlich ausgelegt. Das ist der große Fortschritt, eben wenn ich heute Herr Kurz höre, dann sind das Welten, das Christentum hat sich ja enorm verändert. Das heißt, das Christentum von damals und heute, das ist ein enormer Unterschied. Heutiges Christentum berücksichtigt die moderne Variante. Wir lassen jetzt die Fundamentalisten weg, die respektieren zum Beispiel Menschenrechte, Frauenrechte und so weiter. Das war früher völlig anders. Und ich glaube, von dort her muss man auch diese Bildungssituation einschätzen, dass es natürlich auch begrenzt war. Also was lesen die dann für Schriften? Wie verstehen sie diese Schriften? Ich möchte noch einmal daran erinnern. Viele dieser Geschichten können natürlich auch je nach Kontext traumatisch wirken. Also Kinder, die zum Beispiel eben Sintflut lesen, all diese Strafgeschichten lesen, das jetzt mit ihrem Leben identifizieren. Ich habe auch gesündigt, ich habe auch unaniert, mir passiert das auch. Dann ist vielleicht manchmal ein Katholik besser geschützt worden, wenn er das überhaupt nicht verstanden hat, wenn das eben lateinisch postuliert wurde. Also von dort her könnte man durchaus auch argumentieren, man muss nicht alles verstehen, manchmal hat es Vorteile. Aber natürlich historisch gesehen ist es ein Vorteil, wenn man auch liest, was hier steht. Und heute können wir, weil wir freier sind, das auch kritisch hinterfragen. Nur eine kleine Zwischenbemerkung. Wir öffnen nachher noch die Diskussion für das Plenum, dass man dann auch noch rückfragen kann und sich selber in der Diskussion beteiligen kann. Ich würde gerne selber jetzt gerade noch einen Kommentar machen, wo ich ein bisschen aus meiner Moderatorinnenrolle raustrete. Vor 2 Jahren habe ich mich anlässlich des 600. Todestages von Jan Hus
einem Vorreiter der reformatorischen Bewegungen beschäftigt. Und ich war sehr beeindruckt, dass er als Rektor der Karls-Universität in Prag, einer der ersten Hochschulen im Europa nördlich der Alpen, sich für die akademische Freiheit und die Gewissensfreiheit eingesetzt hat. Also das war einer der Vorkämpfer, der gesagt hat, man muss nicht nur die biblischen Schriften lesen, sondern man muss alles lesen und man muss im akademischen Diskurs sich auseinandersetzen, um dann zu einer Meinungsbildung zu kommen. Das hat mich enorm beeindruckt und wäre für mich jetzt so eines der, wie haben Sie das genannt, einer der Glanzpunkte von einer positiven Wirkung, den Zusammenhang, den ich da sehen würde. Sie würden gerade Herr Wittner hat vorher zitiert den Aristoteles, Frauen als Gebrauchsgegenstände. Das war ja ein Thema im Abstimmungskampf über Grippen. Ich habe einfach nicht gewusst, dass unser Verteidigungsminister das als Aristoteliker gesagt hat. zur Frage, die Sie jetzt aufgeworfen haben, zur Geschlechterfrage. Ich glaube, auch hier gibt es schon ein paar Evidenzien. In der Schweiz sind die leichter sichtbar, weil es bei uns Abstimmung gegeben hat über das Frauenstimmrecht. Kürzlich war im Tagesanzeiger ein Artikel, die Reformation war ein Rückschritt für die Frauen. Dann habe ich einen Tweet gemacht, wo ich die Reihenfolge der Kantone aufgeschrieben habe, des Ja-Anteils 1959 bei der damaligen Abstimmung. Und es gibt natürlich ein klares, nicht ein absolutes, ein klares konfessionelles Gefälle. An der Spitze sind ausschließlich protestantische Kantone, am Schluss sind ausschließlich katholische Kantone. In der Mitte ist es zum Teil gemischt. Es gibt sicher noch andere Variablen, Stadt-Land, der Protestantismus ist urbaner und dann der Röstigraben. Die Romo waren damals schon für das Frauenstimmrecht und damals war zum Beispiel Genf noch calvinistisch. Heute ist es ja katholisch. Aber es, und wo der Grund liegt für diesen konfessionellen Unterschied, den konnte man an der Debatte ablesen. Der Hauptsprecher, der Gegner des Frauenstimmrechts im Nationalrat, dessen Argument war, genau wie die Frauen nicht das Priesteramt übernehmen können, und das ist das öffentliche Amt, können die Frauen auch sonst keine öffentlichen Ämter übernehmen. Und der das gesagt hat, war nicht nur Fraktionschef, der war auch der Chefredaktor des Zentralorgans der KK, der Katholisch-Konservativen im Vaterland. Gibt es nicht mehr, das heißt, gibt es heute unter einem neuen Titel. Und das heißt, es gibt natürlich schon konfessionelle Unterschiede, die wirklich mit dieser Sakralität, das zeigt sich dann auch bei der Scheidungsfrage und so weiter, diese konfessionellen Unterschiede. Ich finde es falsch, der Protestantismus war anschlussfähiger in der Schweiz mindestens, Lutheranismus war eine andere Sache, für den Liberalismus im 19. Jahrhundert und für die Frauenemanzipation im 20. Jahrhundert. Aber es gab natürlich auch die Konservativen. Interessant ist, dass sich das in den letzten 20 Jahren stark geändert hat. Einen anderen Artikel, den ich im Tage geschrieben hatte, trug den Titel nach der irischen Abstimmung über die Homo-Ehe: Die Katholiken haben die Protestanten eingeholt. Der Tagi wollte die Katholiken, aber die Protestanten überholt, aber das stimmt auch nicht. Aber sie haben sie eingeholt, aber das hat viel mit Säkularisierung natürlich zu tun. Bevor ich auf die Säkularisierung zu sprechen komme, würde ich eigentlich gerne nochmal bei Ihrem letzten Statement einhaken, wo Sie gesagt haben, es gibt auch die Sünde und es gibt auch die Pervertierung selbst der besten Intentionen zum Bösen, wenn ich das richtig jetzt übersetze. Für mich hat sich die Frage gestellt, angesichts unseres Themas, wie ist denn der Zusammenhang zwischen Entwicklung, also hat das Christentum die Welt zum Besseren
verändert, also nach vorne entwickelt, und Erlösung. Das heißt, also gibt es sowas wie eine höhere Entwicklung der Welt, seit es das Christentum gibt, oder ist es nicht eher der, sage ich jetzt mal, wirklich biblischen Botschaft gerecht zu sagen, nein, jede Generation, jeder Mensch, jedes Individuum muss wieder sozusagen erlöst werden, und es ist ein Eingreifen Gottes in die Geschichte. Also da können Sie als Theologe sicher besser was zu sagen, oder die andere Theologin auch, als ich als Agronomin. Vielleicht zuerst eine Vorbemerkung. Ich würde gerne etwas auseinandernehmen, die Frage, ob das Christentum so als Religion eine negative oder eine positive Bilanz hat und Erlösung und Entwicklung darauf sozusagen wie auf einer Leinwand aufspannt. Und der Hintergrund sind ja auch Vorträge von einem indischen Theologen und Menschen, der aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund dieselbe Frage vermutlich auch anders beantworten würde. Das heißt, das Christentum hat dort eine andere Wirkung in ein Kastensystem, in eine hinduistische Gemeinschaft, die jahrtausende lange geprägt wurde durch andere religiöse Werte. Und man muss es schon auch noch einmal sehen, das ist das Paradox der europäischen Geschichte. Mit der konstantinischen Wende wurde alles und jedes christlich. Das heißt, jeder Glanzpunkt war ein christlicher Glanzpunkt, oder jeder Tiefpunkt war ein christlicher Tiefpunkt, bis zur Ablösung der Säkularisierung, auf die wir noch zu sprechen kommen, und dann wurde jede Befreiung auch eine Befreiung von der Kirche. Also von der Ausklärung bis heute haben wir sozusagen wie in der DNS eine Art antiklerikale Befreiungsgeschichte. Man muss sich loslösen von der Kirche, um frei zu werden. Das hat etwas damit zu tun, dass wir tatsächlich aus einer Christentumsgesellschaft kommen. Und das sieht ziemlich anders aus in anderen Weltgegenden. Das mal als Vorbemerkung. Und jetzt, wenn wir auf diesem Hintergrund Ihre Frage nach Entwicklung und Erlösung aufnehmen, dann ist eindeutig das Christentum nicht eine reine Erlösungsreligion. Und das hat zu tun mit dem wichtigsten Buch, das je geschrieben wurde, Zitat Kai Michel, bekennender Agnostiker der Bibel. Die Bibel hat verschiedene Konzepte. Sie hat ein weisheitliches Konzept, dass sie auch mit anderen Kulturen teilt, in dem der Verstand ganz eine wichtige Rolle spielt. Dieser Verstand aber an seine Grenze kommt, eine kritische Weisheit. Kohelet, Hiob, die Psalmen, die Weisheitssprüche kommen immer und sagen, der Mensch kommt an die Grenzen des Verstehens, weil Gott ein Geheimnis ist, das wir nicht verstehen. Die Weisheit, die sozusagen über sich selbst stolpert. In der Achsenzeit der Philosophie bei Sokrates noch einmal zu lesen, ich weiß, dass ich nicht weiß. Die Bibel hat ein zweites Verständnis, das auch nicht mit der Erlösung gleichzusetzen ist. Das ist das prophetisch-charismatische Verständnis. Das heißt, Gott selbst durch seinen Geist fließt durch uns hindurch, begeistert uns und gibt uns den Verstand. Und dieses charismatisch-prophetische Verständnis ist sozusagen immer auch von unserer Bereitschaft abhängig, uns zu öffnen für diesen Geist. Und dann gibt es ein drittes Verständnis, das ist stärker in der apokalyptisch-eschatologischen Tradition, dass diese Welt schlecht ist, dass sie untergeht, dass eine neue Wende kommt, eine neue Welt kommt, in der wir vom Glauben zum Schauen kommen, in der alles noch einmal, die Tränen abgewischt werden, keine Gewalt mehr herrscht, keine Flugzeuge fliegen, also Xoabür. Und diese drei Konzepte, die sind sozusagen dialektisch ineinander. Der Heilige Geist ist etwas, das uns wachsen lässt, das uns reifen lässt und aber auch immer wieder zurückbringt, Buße, Umkehr, an den Anfang, an die Gnade, die uns wieder dorthin stellt, wo wir neu beginnen können. Als Menschen, die versagen, die eben das sich immer wieder selbst verfehlen. Also diese beiden Konzepte, Erlösung und Wachstum, sind im Christentum ineinander verschränkt. Wenn ich anknüpfen darf, Ralf Kunz hat gesagt, der erste Bereich sei der weisheitliche Bereich, dass jeder von uns, egal ob gläubig oder nicht gläubig, im Leben vorwärts geht und dass jeder von uns eine Pflicht zur Reifung hat. Ich würde nicht von Entwicklung sprechen, ich würde von Reifung sprechen. Und das Problem ist, was es bei glaubenden Menschen gibt,
bei allen anderen auch, dass man sich dieser Reifung verweigern kann. Und dann fange ich auf einmal an, in zwei parallelen Welten zu leben. Dann habe ich als glaubender Mensch ein paar Glaubenssätze und als in meinem natürlichen Leben werde ich durchaus älter und reifer. Also die Gefährdung sehe ich darin, wenn sich Menschen und auch glaubende Menschen dem verweigern, dass was ihnen wichtig ist, auch immer neu zu betrachten, immer neu auszuprobieren, also mit allem, mit dem, was sie für wichtig halten, zu reifen. Darf ich noch etwas ergänzen? Sie haben von der konstantinischen Wende gesprochen. Ich glaube, das ist sehr höflich ausgedrückt. Das war nicht eine Wende wie in der DDR, die zusammengebrochen ist, sondern das war eine gewalttätige Angelegenheit. Alle nicht christlich orientierten Menschen wurden gezwungen. Das Christentum wurde als Zwangsreligion eingeführt. Das war nicht so eine friedliche Wende. Aber ich würde gerne noch auf zwei, drei Begriffe eingehen, die mir als religionsfreier Mensch etwas fremd sind. Ich gehe als religionsfreier Mensch nicht davon aus, dass ich erlöst werden muss. Ich brauche keine Erlösung, ich habe auch keine Erbsünde. Ich muss nicht Buße tun, umkehren, ich brauche keine Gnade von einem Gott. Also, da sind wir jetzt in einem theologischen Bereich und ich möchte das auch niemandem absprechen, der religiös orientiert ist. Aber das sind religiöse Kategorien, die wir nicht einfach allen Menschen überstülpen können. Dann ist auch die Frage, von welchem Gott wir sprechen. Das ist historisch auch, hat sich sehr verschieden entwickelt. Ist es dreifaltige Gott? Wie stellen wir uns das konkret vor? Da kommen wir in ganz verschiedene Zwickmühlen auch der Argumentation. Merci für diese Ergänzung. Ich würde jetzt gern bei dieser konstantinischen Wende nochmal einhaken. Herr Kunz hat eben gesagt, die Befreiungsgeschichte ist immer antiklerikal, weil Staat und Kirche so eng verheiratet waren. Deshalb würde ich jetzt gerne zum Schluss der Panel-Diskussion die Frage vom Anfang umkehren und alle nochmal um ein kurzes Statement bitten, bevor wir dann die Diskussion öffnen. Wenn wir jetzt die Frage umkehren, hat das Christentum die Welt zum Besseren geändert? Verändert, könnten wir jetzt ja heute in unserer heutigen Zeit im Zuge der Säkularisierung fragen, verändert die Säkularisierung die Welt zum Besseren? Und würde ich einfach gerne mit Herrn Kunz anfangen und dann die Reihe in der Gegenrichtung machen. Kurzes Statement, verändert die Säkularisierung die Welt zum Besseren? Und dann hat das Auditorium das Wort. Vielleicht überrascht Sie meine Antwort, ja, die Säkularisierung wird die Welt zum Besseren verändern. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es ein Übel ist, wenn man Religion und Gewalt, Religion und Unterdrückung, Religion und Macht kombiniert. Und die Säkularisierung jetzt verstanden als ein Prozess, in dem die Welt Welt sein kann und in dem der Glaube Glaube sein kann, und der Glaube auf die Welt wirkt als eine Kraft der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens. Das halte ich für ein Ideal. Und von daher sei Säkularisierung eine gute Sache. Es gibt eine zweite Säkularisierung, aber auf die gehe ich jetzt nicht, sonst nehme ich zu viel Zeit in Anspruch. Aber da würde ich auch von einem Gift sprechen. Weil es eine Ideologie ist, eine Säkularisierungsreligion, eine Art Neutralitätsdogma, die mir verbietet, Christ zu sein. Und vielleicht sind wir heute an einer Schwelle, in der nicht mehr der Freidenkende um seinen Kopf fürchten muss, sondern der Glaubende, das könnte ja auch sein. Und es hat Zeiten, auch in der Zeit des Christentums gegeben, wo es so rum war. Und diese Säkularisierung müsste man jetzt noch etwas genauer definieren. Ich denke zum Beispiel an den Nationalsozialismus, also eine Art säkulare Religion, die nicht nur für jüdische Menschen eine Katastrophe war. Wenn ich da gerade ganz kurz einhaken darf, ist ja auch eine gegenwärtige Debatte in der NZZ, darf man als Katholik sich noch zu seinem Glauben und konservativen Positionen bekennen?
Also ich finde die Frage, wie sie Herr Kunz jetzt aufgeworfen hat, da kann ich gut nachhaken, was in der NZZ läuft. Also ich muss sagen, wenn das Bistum Chur die Religionsfreiheit auf die Fahnen schreibt, dann erinnere ich mich an meine Kindheit, wo im Dorf, wenn eine Frau unverheiratet ein Kind bekommen hat, extrem ausgegrenzt wurde. Nur schon, wenn sie die Lippen angestrichen hat. Oder der Pfarrer gepredigt hat gegen jemanden, der versucht hatte, eine liberale Partei im katholisch-konservativen Dorf zu gründen. Also die Letzten, die glaubwürdig diesen Diskurs um Religionsfreiheit führen können, sind die Leute, die ihn jetzt in der NZZ führen. Das sagt mehr aus über die NZZ, die immer mehr zu den Freunden jener wird, die sie früher mal sogar mit Freischarenzügen und Sonderbundskrieg bekämpft hat. Aber jetzt, ich verstehe unter Säkularisierung auch, das hat zu tun mit Distanz zum Klerikalismus. Und Sie haben gesagt, Antiklerikalismus haben Sie am Anfang gesagt, aber nicht Religionsfeindlichkeit. Das muss man unterscheiden. Ich habe kürzlich ein Buch geschrieben über Kulturkampf in der Schweiz. Und die Grundthese ist, der Kulturkampf in der Schweiz 1830 bis 1880 war im Kern eine innerkatholische Debatte. Das war ein Streit unter Gläubigen. Unter Gläubigen, die in der Tradition der Aufklärung standen, und unter Gläubigen, den Ultramontanen, wie man sie nannte, die in der Tradition der Gegenaufklärung standen. Die Kirche selber, die katholische Kirche, und das dürfen wir nie vergessen, hat die Gegenaufklärung erst 1965, auch den Antisemitismus, erst 1965 aufgegeben. Da waren die Protestanten früher im Frieden mit der Aufklärung, die meisten natürlich, nicht alle. Kürzlich habe ich ein Foto gesehen über Indien. Und da war ein Mädchen an einer Demonstration mit einem Kreuz. Und der Querbalken des Kreuzes, was stand da drauf? For a secular India. Jedem von uns leuchtet sofort ein, warum ein Christ in Indien für ein säkulares Indien kämpft. Weil ein nicht säkulares Indien heißt in ein hinduistisches Indien. Ein Indien im Sinne jener Sekte, die Gandhi ermordet hat. Die Partei, die heute an der Macht ist, ist ja die Partei der Gandhi-Mörder, historisch, und der Nazi-Freunde. Säkularität und das indische Beispiel zeigt es, ist etwas Befreiendes, und in Indien ist es natürlich kompatibel mit Christentum, weil das Christentum eine Minderheitsreligion ist. Und das würde ich auch sagen, in ihren Grundsätzen, wenn man zum Beispiel Paulus Galater liest, alle Juden, Christen, Freie, Sklaven, Mann, Frau sind gleich. Das hat natürlich schon eine Spitze, die man in Indien gegen das Kastensystem wenden konnte, wenn man wollte. Gut, ich würde mich dem mehrheitlich anschließen. Ich glaube, eine Säkularisierung ist sehr sinnvoll. Säkularisierung, man muss aber aufpassen, auch hier wieder, was man darunter versteht. Ich war Ende der 80er Jahre in Albanien. Damals war Albanien eine kommunistische Diktatur, der erste atheistische Staat. Ich war vor 2 Jahren wieder in Albanien. Das heißt, wir hatten in Albanien eine säkulare, totalitäre Diktatur, wo zum Beispiel die Kirche unterdrückt war. Ich halte das genau gleich für idiotisch und inakzeptabel, wie dass wir Christen unterdrücken. Das heißt, Säkularisierung muss heißen, dass wir eine Glaubens-, Religions-, Meinungsfreiheit haben, wo Leute nicht beeinträchtigt werden, weil sie homosexuell sind oder weil sie heterosexuell sind, weil sie an irgendeinen Gott glauben oder nicht an einen Gott glauben, solange sie nicht eine Ideologie vertreten, die die Zerstörung der Gemeinschaft proklamiert, wie das zum Beispiel die Nazi gemacht haben. Also es kann nicht sein, dass wir hier einfach
einen Begriff haben und dann aber gleichzeitig wieder mit Gewalt andere Meinungen unterdrückt werden. Also Säkularisierung muss ein freiheitlicher Prozess sein und die anderen Meinungen aber auch gewährleisten können. Das ist extrem wichtig. Du hast die Frage so gestellt, dass Säkularisierung vor uns liegt. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe es im Präsens gefragt, verändert die Säkularisierung die Welt zum Besseren? Ich bin nicht in der Schweiz aufgewachsen, ich bin in Berlin aufgewachsen, in einer Trabantenstadt, in einem Hochhausviertel, wo man vergessen hat, Kirchen reinzubauen, weil Kirchen keine Rolle mehr gespielt haben. Ich bin also säkularisiert aufgewachsen, mit den ganzen Chancen, die es hat, nämlich der Pluralität, machen können, was man will, seinen Weg gehen können, wie man es vielleicht doch recht zufällig findet. Also Säkularisierung als eine Erfahrung, von der ich weitgehend herkomme. Und meine, also nichts gegen Säkularisierung, ich glaube aber, dass jeder von uns sich nach einer Zuordnung sehnt, dass er sich in den Möglichkeiten, die er hat, wieder zuordnen will, wissen, wie er sich verstehen kann. Also, dass es wie Pole sind, dass die Säkularisierung immer meines Erachtens einen anderen Pol braucht, wo ich mich zuordnen, beheimaten kann. Und christlicher Glaube, würde ich sagen, ist ein Angebot unter anderen Angeboten. Gut, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen bunten Strauß an Gedanken zu unserer heutigen Frage gehört. Wir öffnen jetzt die Diskussion. Wir haben zwei Mikrofone im Raum. Wer traut sich als Erster, die Diskussion zu erweitern? Ist immer, da hinten, wird schön, es muss immer einer sein, der das Eis bricht und dann fließen die Fragen. Ja, guten Abend. Ich möchte zurückfragen, gibt es das, eine säkulare Gesellschaft, nimmt nicht immer irgendetwas den Platz ein? Wenn das Christentum geht, dann kommt etwas anderes und das ist vielleicht der Kommunismus, das ist vielleicht der Nationalsozialismus, da ist vielleicht noch etwas anderes. Ich glaube, im Zusammenhang mit dem Begriff säkular gibt es zwei Missverständnisse. Das eine ist, säkular heiße religionsfeindlich. Das haben wir geklärt. Aber es gibt noch ein zweites Missverständnis, nämlich säkular heiße, Religion ist Privatsache. Warum ist das ein Missverständnis? Es gibt eine Grundidee, die ist stark geprägt durch Frankreich. Es gibt den Staat und das Individuum. Der Staat hat keine Religion, das Individuum hat Religionsfreiheit, darf die in der Öffentlichkeit beschränkt auch zeigen. Frankreich hat kein Verbot der Soutane, im Unterschied zu Genf. Aber ich finde, diese Zweiteilung ist falsch. Da kommen wir nicht zurecht mit dieser Frage. Wir müssen eine Dreiteilung machen. Es gibt den Staat, der soll keine Religion haben. Es gibt das Individuum, das soll Religionsfreiheit haben. Und dann gibt es die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, zu der auch die Landschaft gehört. Und in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, in der Landschaft, da sollen die Religionen sich ausdrücken können. Es soll Prozessionen geben dürfen. Die Bischofskonferenz oder der Evangelische Kirchenbund, die sollen Stellung nehmen dürfen, legitimerweise zu Abstimmungsvorlagen. Warum habe ich vorher das Wort Landschaft gebraucht? Aus einem ganz speziellen Grund, es geht um das Kreuz. Aus meiner säkularen Überzeugung ist es klar, in einem öffentlichen Gebäude, staatlichen Gebäude, in einem Schulzimmer hat das, oder in einem Großratssaal, hat das Kreuz nichts zu suchen, weil
Das muss gleich sein für alle Gläubigen und Ungläubigen. Aber in der Landschaft, das gehört nicht dem Staat, das ist Gesellschaft. Warum ist ein Gipfelkreuz ein Problem? Die Landschaft ist Ausdruck wie die Gesellschaft auch der Geschichte. Ich finde diese Vermischung der Legitimität eines Gipfelkreuzes und der Legitimität eines Kreuzes im Schulzimmer, das kommt daher, dass man eben die falsche Zweiteilung macht, statt die richtige Dreiteilung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass der Begriff Säkularisierung sehr, sehr facettenreich ist. Und es gibt auch eine innerkirchliche Säkularisierung. Das heißt, dass man sozusagen in der Kirche ist, aber sich distanziert vom Religiösen. Das hört sich paradox an, aber es ist eine Tatsache in unseren großen Mitgliederkirchen. Und das halte ich nicht für etwas Gutes. Ich glaube, dass diejenigen, die religiös sind oder sein wollen, dies auch von Herzen mit mutig und auch demütig leben sollen. Aber, und das ist die zweite Bedeutung, das ist auch das Schwierige an diesem Begriff, es gibt so etwas wie ein biblischer Hinweis auf das Säkularisat. Das heißt, zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte. Und das ist eine wunderbare Geschichte, weil sie etwas davon zeigt, dass Gott die Welt geschaffen hat und diese Welt darf auch, das ist der Witz von dem sogenannten Herrschaftsauftrag, die darf von uns bebaut werden. Wir dürfen unseren Verstand benutzen. Wir dürfen Kulturmenschen sein. Es gibt so etwas wie eine Autonomie der Kunst. Es gibt etwas Schönes in der Welt und es muss nicht immer sozusagen vom Priester abgesegnet werden. Also es gibt schon in der Bibel eine Art, eine Sicht der Welt, die der Welt etwas zugesteht, also ihre Eigenheit, sie aber immer wieder zurückbezieht. Eine sehr wichtige Stelle ist zum Beispiel Paulus im Römerbrief, Römer 13, wo er sagt, der römische Staat hat von Gott her das Recht, die Bösen zu bestrafen. Man hat diese Stelle übrigens auch missbraucht, das ist klar. Aber eigentlich ist es ein unglaublich spannender Gedanke. Das heißt, der Staat hat das Recht, die Bösen zu bestrafen, aber er kann nicht lieben. Der Staat kann nicht lieben. Das ist Sache der Menschen, die sich von Gott bewegen lassen. Liebe, Glaube, Hoffnung kann keine Autorität, kann der Cäsar eben nicht befehlen. Das ist Sache der Kirche. Und da meine ich, gibt es im Christlichen eine, finde ich, immer noch sehr bedenkenswerte Form der Säkularisierung. Weitere Fragen oder Wortmeldungen? Ja, bitte schön. Wir gehen von hinten nach vorne. Mhm. Vielen Dank. Ich habe eine Frage ich möchte Bezug nehmen auf letzte Woche. Da stand zur Diskussion, oder Vishal Mangalwadi hatte die Aussage gemacht, dass absolute Wahrheit existiert und dass diese auch eine Rolle spielt. Besonders von der Frau Pfarrerin und vom Herrn Theologen wäre es interessant, ein Statement dazu zu hören. Und wenn Sie sagen, es existiert eine absolute Wahrheit, was hat das zu tun mit der Säkularisierung? Fange ich an? Also im Hebräischen heißt Wahrheit Emet und das heißt Zuverlässigkeit. Das heißt Treue. Wahrheit ist zumindest erstmal im Alten Testament kein normativer Begriff, sondern es ist ein Beziehungsbegriff. Ein Mensch ist wahr, wenn er zuverlässig ist in den Beziehungen, die er eingegangen ist. Und Gott erklärt sich selbst uns gegenüber als zuverlässig. Das ist ein ganz anderes Verständnis von Wahrheit. Wir kommen von einem Denken her, das griechisch geprägt ist und das Wahrheit als ein Abhaken von Normen begreift. Und dann sagt, ja, das Christentum hat die definitiven Normen. Da würde ich sagen, nein, das Christentum hat nicht die definitiven Normen. Es weiß etwas von Treue und es weiß etwas von Beziehungen. Und Normen sind dazu da, etwas zu schützen. Aber Normen kann man meines Erachtens diskutieren. Das vielleicht als Anfang. Ralf Kunz?
Ich kann für ein Bibelzitat: In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und in diesem Wort, finde ich, kommt die christliche Wahrheit sehr schön zum Ausdruck: verborgen. Das heißt, es gibt so etwas wie ein Ahnen der Geheimnisse. Die Wahrheit ist nicht ein Besitz, sondern sie ist ein Geschenk. Die Wahrheit ist eine Begegnung und sie ist nicht etwas, das ich anderen um den Kopf werfen kann oder damit ich sie prügeln kann oder damit das in irgendeiner Weise eine Gewalt legitimiert. Und das ist die Relativität. Ich könnte auch noch einmal biblisch sagen, die Liebe macht die Wahrheit aus. Und wo keine Liebe ist, kann keine Wahrheit sein. Dort wird gelogen, wie gedruckt. Ich hätte zu dieser Frage absolut, und ich glaube, das ist natürlich das Grundproblem der modernen Demokratie, die ja in die Aufklärung ist ja letztlich ein Kind der grässlichen Konfessionskriege. Das heißt, irgendwelche Leute haben sich gefragt, wie können wir das Problem lösen? Das Abendland, das westliche Abendland, besteht plötzlich aus zwei Glauben, zwei absoluten Glauben. Wie können wir das Problem lösen? Deshalb ist die Aufklärung entstanden. Das ist das Urmotiv der Aufklärung. Und die Antwort letztlich lautet so: alle Menschen anerkennen, dass es andere Menschen gibt, die einen absoluten Glauben haben oder einen anderen absoluten Glauben haben. Das ist das eine. Niemand wird gezwungen, seinen absoluten Glauben zu relativieren, aber gleichzeitig verlangt dieses Entgegenkommen, dass der einen absoluten Glauben hat, weiß, dass das meine persönliche Überzeugung ist, die ich zwar öffentlich vertreten darf, aber ich respektiere, dass das nicht das allgemeine Gesetz ist. Beide Seiten müssen sich auf einen Punkt zurücknehmen. Aber auch das Erste gilt: der Respekt gegenüber der Person, die einen absoluten Glauben hat. Aber diese muss respektieren, dass ihr absoluter Glaube nicht Gesetz werden kann. Ich glaube, das ist genau das Grundproblem. Die Menschen, die von einer absoluten Wahrheit überzeugt sind, und wir können das jetzt religiös anschauen, das können religiöse Wahrheiten sein, Sie haben die Bibel erwähnt, viele Leute beziehen aus der Bibel auch, ich bin das Leben und die Wahrheit. Wir könnten jetzt viele Stellen finden, die das Gegenteil proklamieren. Ich glaube, das ist das große Problem. Wir können religiöse, absolute Wahrheiten sehen und diese Toleranz, die Herr Lang jetzt anspricht, je mehr Leute fanatisch sind, ob das jetzt religiöse Menschen sind oder auch konfessionsfreie Menschen sind, die Frage ist des Fanatismus, dem anderen das zubilligen, und je mehr, dass man absolut von seiner eigenen Position überzeugt sind, ist, desto gefährdeter ist man, diese Freiheit dem anderen gegenüber nicht zu gewähren. Das ist übergreifend weltanschaulich gesehen. Das ist das Gefährliche, das hat die Geschichte immer wieder gezeigt. Wenn man ins Johannesevangelium schaut, steht da in jedem zweiten Satz: die Wahrheit bezeugt sich selbst. Ich kann überhaupt nicht jemanden überzeugen, ich kann auch niemanden manipulieren, ich kann es versuchen, ja. Aber nach jüdisch-christlichem Verständnis kommt alles, das in einem etwas an Einsicht gewinnt. Das ist nichts, was der Mensch oder was der andere in der Hand hätte. Deswegen ist dieses "Ich verhelfe dir zu meiner Wahrheit", es ist unrealistisch, weil es nicht geht. Danke, wir hatten da noch in der Mitte eine weitere Wortmeldung. Ich habe eine futuristische Frage, und zwar würde mich interessieren, was Ihre prospektive Ansicht ist, wie sich die Kirche oder sagen wir das Christentum in der Schweiz in den nächsten 20 Jahren verändern wird und wie sich auch die Beziehung zum Staat, wie sich das so entwickeln wird. Ich weiß, es ist sehr schwierig und Sie dürfen absolut sich aus dem Fenster lehnen und so weiter. Wer möchte beginnen?
Diese Frage lässt sich nicht beantworten, ohne dass man entweder Befürchtungen oder Hoffnungen ausdrückt. Mit anderen Worten, das ist typisch für Zukunftsforschung, dass man in Szenarien spricht. Ja? Und ich glaube schon, also ich bringe jetzt mal ein hoffnungsvolles Szenario. Ich glaube, die Kirche wird in den nächsten Jahren damit konfrontiert sein, dass sie entweder lebendiger wird oder stirbt, sag's mal so. Das heißt, diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollen, sich auch über die Erneuerung der Kirche Gedanken machen. Und das wird, mit anderen Worten, werden wir blühende Gemeinden sehen, die junge Menschen anziehen und eine Begeisterung, die ansteckt und man eine echte Alternative in einer konsumgesättigten und gelangweilten Gesellschaft entdecken kann. Wunderbare Zukunft für die Kirchen. Aber es kann sein, dass die Gemeinden wachsen und die Kirchen schrumpfen. Mit anderen Worten, dass man die Zahl derjenigen, die Mitglieder sind, wird weiter sinken. Es wird vielleicht die Anerkennung, die Bedeutung der öffentlichen Kirchen auch immer mehr unter Druck geraten, weil dort nicht der Mensch zählt, sondern weil man die Menschen zählt. Und dann könnte es sein, dass die wachsenden Gemeinden in einer schrumpfenden Kirche nochmal eine neue Rolle bekommen, dass sie nämlich nicht für sich leben, für sich eine Spiritualität haben, sozusagen Sekten werden, sondern sich beherzt der Gesellschaft zuwenden und die Liebe leben, ohne irgendwelche Zwänge und Ängste. Und ihr Christentum frei und fröhlich leben. Also ich bin sehr zuversichtlich. Also etwas gilt natürlich, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch ist ein sinnhungriges Wesen. Der Mensch braucht Transzendenz. Und auch jene, die nicht an Transzendenz glauben, und ich bin ein katholischer Ungläubiger, der nicht an Transzendenz bleibt, ich gebe zu, mir fehlt etwas, was ich mal gehabt habe. Aber ich kann mich ja selber auch nicht zu etwas zwingen, zu einem Glauben. Aber jetzt zur Aussage, wie entwickeln sich die Kirche? Also ich glaube, das Bedürfnis nach Antworten, die über das Alltägliche hinausgehen, das wird weiter bestehen. Ihre Antwort, die war sehr geprägt durch Ihren protestantischen Hintergrund. Ich glaube, in der katholischen Kirche, da gibt es noch größere strukturelle Probleme. Da muss man vom Zölibat sprechen, vom Zölibatszwang. Es gibt immer weniger Männer, die bereit sind, sich dem unterzuordnen. Und das Problem ist in der Schweiz, vielleicht abgesehen vom harten Kern des Bistums Chur, in der Schweiz ist der Zölibat schon seit 30 Jahren gestorben. Ich hatte einen Onkel, drei Onkel, die Priester waren oder sind, der hat sich in einer Luzerner Hinterlandgemeinde vor 20 Jahren als Pfarrer beworben. Dann hat er diesen Bauern gesagt, diesen konservativen Bauern, etwas will ich euch offen sagen, meine Köchin ist meine Freundin. Und diese Luzerner Hinterlandbauern haben ihn zum Pfarrer gewählt. Lieber einen Pfarrer mit Freundin als gar keinen Pfarrer. Da wusste ich, in der Schweiz ist das Zölibat gestorben. Das Problem ist einfach, der Schweizer Katholizismus kann nicht darüber entscheiden. Darüber entscheidet Rom. Das ist, und also ich habe jetzt auf diese Frage, auf eine praktische fokussiert. Das ist Ihr Vorteil, dass Sie da weniger praktische Zwänge haben. Aber das wird ein Riesenproblem. Und es kommt noch dazu, wenn man an einem Wochentag in ein Pfarrhaus geht, in diesem Pfarrhaus arbeiten praktisch nur Frauen. Das heißt, die katholische Kirche wird zu 80% praktisch von den Frauen getragen. Aber sie bleiben ausgeschlossen vom Priesteramt. Das ist der
also das große Problem, mit dem der Katholizismus konfrontiert ist. Ja, ich bin auch nicht kein Prophet. Wenn man die Entwicklung anschaut der letzten Jahrzehnte, dann ist möglicherweise ein Trend, dass das immer mehr eben säkularisiert wird, dass die katholische Kirche irgendwann bedeutungslos wird, wobei es Länder gibt, wo sie wieder sehr stark ist, in Polen zum Beispiel. Ich glaube, die beste Lösung wäre, wenn diese 80% Frauen hier wirklich eine Revolution starten würden, dann wäre die katholische Kirche in der vatikanischen Variante sehr schnell erledigt und dann würden die Frauen ihre Rolle bekommen, die sie verdient haben. Es ist auch die Frage, wie lange die Leute sich das noch gefallen lassen, zu Gottes Lohn zu arbeiten und sich als zweitrangig und minderwertig behandeln zu lassen. Aber wie das wirklich weitergeht, hängt vielleicht auch von den politischen Verhältnissen ab, von zukünftigen Kriegen vielleicht, Migrationsproblemen, Ängsten, Wirtschaftsproblemen. Dann sind die Leute eher wieder bereit, solchen Ideologien anzuhängen. Aber wie das dann wirklich herauskommt, das wissen wir in 20, 30 Jahren. Und vorher können wir nur darüber uns Gedanken machen und eben hoffen auf eine positive Entwicklung, die Sie angesprochen haben. Für mich war es sehr interessant, als ich bei einer Konferenz in Kapstadt war, dass Europa gar nicht mehr vorkommt also bei anderen Christen. Da war eine Konferenz, ziemlich alle Länder, 130 Länder der Welt vertreten. Europa wird nicht mehr wahrgenommen. Sie sagen, ihr habt faktisch keine Kirche mehr. Ihr seid alt, ihr seid klein. Das ist mir jetzt mehrfach begegnet. Also für die vielen Bewegungen, die es auf der Welt gibt, ist Europa nicht mehr relevant. Wird auch kaum noch, es gibt keine Redner mehr aus Europa, die man irgendwohin einlädt. Ja? Und ich meine, die Kirchen, die begonnen haben, wie in England, von vorne anzufangen, anglikanische Kirche, dass da eine Zukunft liegt, wieder von vorne anfangen, dass sich Menschen zusammentun, die glauben. Gut, ich glaube, ganz hinten war noch eine Frage, habe ich das richtig gesehen? Ja, genau. Vielen Dank. Sie haben sich vorher ja alle positiv bekannt zu einem säkularisierten Staat mit Religionsfreiheit. Aber ich frage mich, ob Sie sich das nicht ein bisschen idyllisch vorstellen oder zumindest so präsentiert haben, weil das würde ja voraussetzen, dass quasi Religion in einem gewissen Rahmen ausgelebt werden kann, der aber klar begrenzt ist, und Religionen sind meiner Meinung nach prinzipiell nicht auf begrenzten Spielraum ausgelegt. Und deshalb denke ich, so ein Verhältnis wäre von gegenseitigem Unbehagen geprägt und ziemlich unstabil. Was meinen Sie dazu? Also Ihre Frage hat die Schweiz praktisch das ganze 19. Jahrhundert beschäftigt. Und die Lösung, die die Schweiz gefunden hat, ist aus meiner Sicht keine schlechte. Die Lösung war, es gibt eine Trennung von Religion und Staat, aber nicht im Sinne von Frankreich, wo der Staat religionsblind ist, Religionen nicht kennt. In der Schweiz ist man den anderen Weg gegangen, also die Kantone, das kommt ja noch dazu, das entschärft die ganze Frage, dass er das konkret über die Kantone läuft. Der Staat anerkennt die Religionen als Gleichberechtigte. Alles andere als nicht gleichberechtigt ist natürlich voraufklärerisch, vormodern. Jetzt in der Schweiz sehe ich nicht die großen Probleme. Ich meine, auch der Katholizismus hat schon vor dem Vatikanum 1965 in einem gewissen Sinn den liberaldemokratischen Rechtsstaat anerkannt. Nicht unbedingt aus Überzeugung, aber aus Pragmatismus. Oder ich bringe eine andere Frage. 1874, das war der große Durchbruch in der Schweizer Geschichte mit der Gleichberechtigung der Juden, ist aus einem christlichen Staat ein säkularer Staat entstanden. Da wurde zum Beispiel die geistliche Gerichtsbarkeit in der Schweiz verboten. Es wurde der Staat bekam das Monopol über Ehe schließen und Ehe scheiden. Ich finde es völlig daneben, dass es jetzt in Frage gestellt wird. Und die gleiche Haltung, die muss der Staat jetzt auch einnehmen gegenüber der Scharia.
Scharia ist geistliche Gerichtsbarkeit, das ist in der Schweiz verboten. Also, und das muss man einfach durchziehen. Und ich habe 35 Jahre viele muslimische Schülerinnen und Schüler unterrichtet und ich glaube nicht, dass die da einen Aufstand machen, um in der Schweiz etwas einzuführen, das die Schweiz selber für die eigenen Kirchen damals verboten hat. Ich würde auch noch gerne etwas dazu sagen. Ich glaube, die Frage ist, wie weit eben diese dogmatisierten Kräfte sich durchsetzen können. Ich glaube, das ist tatsächlich eine gewisse Gefahr. Also Religionen oder auch politische Religionen neigen dazu, ihre Meinung anderen aufzwingen zu wollen, die anderen auszuschließen. Bei Religion ist es noch spezieller, weil hier eine unhinterfragbare oberste Autorität, ein Gott, eine Rolle spielt. Und ich glaube, das ist die große Frage. Kommen wieder solche Kräfte, die stärker sind und diese Freiheit der anderen eingrenzen wollen? Und der zweite Aspekt, ich glaube, wir müssen schon davon klar ausgehen, die Säkularisierung, wie wir sie vielleicht hier vorne befürworten, die ist noch nicht so weit, wie wir das haben möchten. Wir haben viele Gebiete, wo zum Beispiel religionsfreie Menschen noch diskriminiert werden. In Süddeutschland zum Beispiel werden sie an vielen Orten angestellt. Der Staat zahlt diese Stellen, Kirchen stellen die Leute an. Wenn die nicht verheiratet sind, werden die wieder entlassen. In der Schweiz haben wir Schulbücher zum Beispiel, die nicht religiöse Bekenntnisse nicht thematisieren. Wir haben Religionen und Kulturen. Und da sehen die Kinder, es gibt eigentlich nicht religionsfreie Welt anschauen. Man ist entweder christlich oder katholisch oder protestantisch oder Muslim. Aber andere Anschauungen gibt es offenbar zu wenig. Der 1. Mai kommt dann als Feiertag vor. Also auch hier haben wir noch einen Weg durchzugehen, dass diese wirklich Anerkennung der verschiedenen Überzeugungen auch stattfindet, auch in den Schulbüchern zum Beispiel. Ich sehe noch eine Wortmeldung da in der Mitte und da drüben noch eine. Ich würde sagen, das sind die letzten zwei Fragen, die wir noch aufnehmen können und dann schließen wir die Diskussion ab und haben anschließend noch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch. Also Sie haben ja von der Trennung von Kirche und Staat gesprochen. Und wenn ich es ja in der Schweiz ansehe, dann ist es ja in den Kantonen geregelt. Und wenn ich zum Beispiel in St. Gallen sehe, ist das nicht getrennt. Da hat man ja 4 anerkannte Religionsgemeinschaften oder zum Beispiel das Wallis. Da muss ja sogar dann die Gemeinde, muss das Defizit der Kirchgemeinde tragen. Ist das nicht eine Anmaßung, dass man sagt, dass die Kirche getrennt ist, wenn es nicht so ist? Und wenn man auch die Hymne anschaut oder die Präambel, da hat es einen Gottesbezug. Als Konfessionsfreier, als Atheist ist das für mich eine Frechheit, wenn ich einfach in ein Kollektiv eingeschlossen werde. Es steht in der Bundesverfassung die positive, aber auch die negative Religionsfreiheit. Und da haben wir einfach ein riesiges Defizit. Wie sehen Sie dies? Ja. Schauen Sie, das eine ist Wallis und es gibt noch andere Beispiele. Zum Beispiel im Zuger Kantonsratssaal, in dem ich 22 Jahre war, da hängt nicht nur ein Kreuz, sondern ein derart barockes Kreuz, dass es allen klar ist, das ist katholisch. Das ist eine Verletzung der Trennung von Kirche und Staat, ganz klar. Wir wollten die Frage dieses Kreuzes thematisieren und dann ist dieses fürchterliche Attentat passiert. Und dann, da kommt einfach etwas ein, das hat es nachher schwierig gemacht. Weil wir wussten natürlich, es gibt Menschen in diesem Saal, für die machen eine Verbindung zwischen dem Kreuz und der Tatsache, dass sie überlebt haben. Das macht es schwierig. Aber es ist formal ganz klar eine Verletzung. Das Gleiche ist in der Bundesverfassung, im Namen Gottes des Allmächtigen, die Landeshymne, gut, wenn ich unsere Fußballer anschaue, wie sie sie nicht singen, das ist ja schon bald wie die spanische, die sich nicht auf einen Text einigen können. Also das nehme ich weniger dramatisch. Aber ich sage Ihnen, wie ich mit Ihrem Problem umgehe. Ich sage, mein großes Problem in dieser realen heutigen Schweiz, das ist nicht, dass es Leute gibt,
die quasi religiöse Ansprüche doch noch durchsetzen, die verletzend sind für andere. Mein großes Problem ist nicht die Anbetung Gottes, mein großes Problem ist die universelle Anbetung des Mammon. Der Kapitalismus ist für mich die größere Herausforderung als die mangelhafte, nicht ganz konsequent durchgeführte Säkularisierung. Und ich weiß, dieses System kann ich nur mit... Früher waren praktisch alle Pfarrer katholischen ohnehin protestantischen Mehrheit auf der anderen Seite. Das hat sich zum Glück geändert. Dieses Bündnis ist mir heute eigentlich fast etwas wichtiger als die andere Frage. Ich glaube heute, wir leben nicht mehr in Zeiten des Kulturkampfes. Es gibt ihn noch, aber das ist nicht mehr die dominante Frage. Also eine pragmatische Antwort. Vielen Dank, das war sehr erhellend. Das Credo am Schluss, so der Glaube hat gesprochen. Ja, das war schön. Nein, ich finde, was Sie geschildert haben als Problem, darf nicht einfach von uns Christen kleingeredet werden. Und das heißt, wir werden in den folgenden Jahrzehnten immer wieder auf diese Herausforderung stoßen. Und jetzt appelliere ich sozusagen an Sie, an Ihre Toleranz, dass es auch so etwas wie ein kulturelles Christentum gibt, das unser Land geprägt hat. Man kann das nicht einfach negieren. Also Sie haben vorhin von den Kreuzen gesprochen in der Landschaft. Und wenn man diese Landschaft jetzt mal so symbolisch, metaphorisch auch hinein in die Kulturen sieht, dann sehen wir einfach diese Spuren des Christentums. Sie können schon sozusagen mit dem Recht des Empfindlichen sagen, das verletzt mich oder das vereinnahmt mich, aber sie verletzen dann auch ganz viele Menschen. Und so bitte hören Sie auch meinen Appell. Das heißt, wenn wir uns auf diesen Kulturkampf einladen, wegen jedem Kreuz, in jedem Saal, sozusagen uns gegenseitig zerfleischen, dann hilft das weder den Christen, noch hilft es den Agnostikern. Und das ist mein Appell, sozusagen, also ein Beispiel ist zum Beispiel die Schulweihnacht. Dieses Theater, wenn in einer Schule O du Fröhliche gesungen wird, Entschuldigung, das ist einfach lächerlich. Auch wenn ein paar Muslime O du Fröhliche singen, weiß Gott, kein Problem, Entschuldigung. Ja, also in diesem Sinne bitte ein bisschen Gelassenheit und Humor und jetzt der Appell an uns Christen, bitte auch keine Gewalthaltung. Also so habe ich hier einen Appell verstanden. Wir leben zusammen im selben Land, wir haben wirklich eigentlich eine gute Kultur des religiösen Gesprächs und auch des kulturellen Gesprächs. Wenn wir uns ein bisschen umschauen in dieser Welt, dann sehen wir, es gibt Alternativen, die sind nicht sehr ersprießlich. Und von daher möchte ich das gerne behalten und auch in diesem Klima der Toleranz und des Gesprächs weiter Debatten führen, wie wir heute Abend. Wir sind schon etwas jenseits der Zeit, aber wir hatten noch eine Wortmeldung, die würde ich gerade noch gerne akzeptieren und dann aber bitten um ganz kurze Antworten, damit wir dann auch noch zum Apéro kommen. Ja, meine Frage ist an Herr Frick auch noch. Sie sagten einmal im Gespräch, dass Sie die Fundamentalisten, die Christenfundamentalisten ausklammern. Aber für mich sind die Fundamentalisten Christen, die Christen. Und wie das, für mich kann man diese nicht ausklammern. Können Sie dazu noch etwas sagen? Wie haben Sie gemeint, dass ich die ausklammere, damit ich Ihre Frage richtig verstehe? Ja, Sie haben irgendwann mal erwähnt, irgendwie einfach, dass Sie in dem ganzen Gespräch die Fundamentalisten der Christen ausklammern. Aber es geht ja darum, ob die Christen die Welt zu etwas Besserem gemacht haben. Und da, nach meiner Meinung nach, sollte man da die Christen, die wirklich noch Christen sind, also die, ja, nicht ausklammern. Und dann würde es mich noch interessieren, was jetzt die Antwort, also eine Ja-Nein-Beantwortung der Frage, ob die Christen die Welt für etwas Besseres verändert haben.
Ja, ich habe nicht gemeint, vielleicht war das missverständlich. Verständlich. Ich möchte nicht irgendwelche Leute ausklammern, sondern ich habe, wenn ich es in richtigen Erinnerung habe, gemeint, dass die christlichen Fundamentalisten oder Fundamentalisten aller Art und Weise diese Freiheit der Andersdenken